So take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, there's something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. Hat's dir gefallen, Ray? Alles gut? Obergeil. Was für eine geile Nummer, was für zwei geile Sänger, was für eine geile Band, also was für eine geile Show! Marc, wie hat dir das Battle gefallen? Ich fand's richtig geil, super geile Version. Er hat total Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Man hatte das Gefühl, dass ihr auch ein richtiges Team seid, dass es auch Freude gemacht hat, das gemeinsam vorzubereiten. Die Entscheidung ist so ein bisschen tricky, ne? Weil Marvin, du bist schon der versiertere Sänger, ne? Du hast eine viel größere Range, du hast ein schönes Vibrato, es ist immer unter Kontrolle. Und Christian, du hast einfach Power, man merkt es, du bist einfach the real deal, wenn du so auf der Bühne stehst und so eine Brettgitarre dich und deinen Gesang unterstützt. Also ich finde die Entscheidung richtig, richtig schwer, Ray, aber ich glaube, er wird die richtige treffen. Ich finde es auch sehr schwer zu entscheiden. Ich fand das so geil gerade, also ein richtig geiler Battle. Diese Art von Musik passt Christian seine Stimme irgendwie besser. Nicht wirklich gut gesungen, aber es passt besser irgendwie zu diesem zu dieser Musik. Ich kann das nicht erklären. Deswegen wäre es ziemlich schwer, mich zu entscheiden. Geht man jetzt mit dem klar besseren Sänger oder geht man mit dem, wo man für mein Empfinden besser passt, wüsste ich jetzt nicht zu entscheiden. Da ist keine richtige Entscheidung hier. Und das, glaube ich, war mein Ziel, aber ich muss eine Entscheidung treffen. Einer hat es einfach an der Tag einen Ticken besser gemacht. Ihr seid als Duett super stark. Ich habe gesagt, ich entscheide mich nach der Performance hier heute.
Ich gebe Keule. Wir dürfen dich noch weiterhören in den Sing-Offs, da wird uns einiges erwarten. Ja, liebe Coaches, ihr habt jetzt tatsächlich die Chance, eine echte Rockröhre noch in euer Team zu bekommen. Marvin steht bereit, wenn ihr ihn stehlen wollt, dann jetzt. Schade, Marvin. Aber was für ein geiler Typ, was für ein geiles Battle. Mega, dass du dabei warst. Dein Applaus, Marvin Merkhofer.